Lieben, und herzlich willkommen zu Vlogmas! Tag Nummer 17 und wir haben es 18 Uhr. So spät nehme ich heute die Kamera in die Hand, denn ich saß den ganzen Tag am Schreibtisch und es ist auch nicht wirklich was Spannendes passiert. Ich kann euch ja mal einen kleinen Rundumblick geben. Haleys Freundin war heute den ganzen Tag hier und die Mädels haben einfach so süß miteinander gespielt. Die Lego-Kisten waren vorhin noch ausgepackt. Ich glaube, die haben 2 Stunden nur mit Lego gespielt und das ist jetzt der Rest, der übrig geblieben ist. Aber so muss ein Kinderzimmer aussehen. Ralfi hat Schlaf nachgeholt mit Rosalie. Der hat sich mit ihr hingelegt, während ich dann gearbeitet habe. Und ich kann euch sagen, die letzte Nacht war schon lange, wirklich lange nicht mehr so krass. Ich erinnere mich zuletzt an diese schlaflosen Nächte ungefähr um die Säuglingszeit, wo sie so eine Phase hatte, wo sie, glaube ich, irgendwie 2 Wochen lang einfach nachts hellwach war. Viele, die mir folgen, wissen bestimmt, welche Wochen gemeint sind. Das hatte ich auch immer auf Instagram mit festgehalten. Aber gestern war so krass der Wurm drin. Die Kids sind super schnell eingeschlafen und ich auch, aber dann war ich irgendwann um 23 Uhr, glaube ich, wach und Rosalinchen war dann, ich glaube, die Uhr war um und bei 2:30, aber fit wie ein Turnschuh wach, also so lalala, quatschi quatschi und dann ist sie kurz vorm Einschlafen, nachdem sie, haltet euch fest, 2 Stunden wach war und mir eine Frikadelle ans Ohr gequatscht hat und hey, die kriegt das nicht mit, also das fragen auch immer ganz viele. Die bekommt das nicht mit. Also da könnte ein Bagger das Haus abreißen, bis auf das Bett stehen lassen. Das wird sie nicht mitkriegen. Das hat sie von mir. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich auch. Und Ralf ist genau das Gegenteil. Also der hört schon, wenn ein Auto in unsere Straße reinfährt, die ungefähr 80 Kilometer lang ist. Aber gestern Nacht war es soweit. Die eine schläft fast ein und auf einmal, Mama, ich habe Durst. Mama, ich bin wach. Mama. Und dann war die andere wieder wach und Ralfi hatte gestern auch so einen aufgedrehten Abendtag. Der hat auch nicht geschlafen und kam erst zu der Uhrzeit, wo die Kids wach geworden sind, ins Bett. Der hat nämlich noch hier die Schränke, der hat so einen Kopf gekriegt, aufgeräumt. Und von daher haben wir alle eine sehr schlaflose Nacht hinter uns. Und dementsprechend war Rosalie halt auch sehr müde und Ralfi hat sich, wie gesagt, mit hingelegt. Hältchen, der merkt man das nicht an. Ralfi ist jetzt auf jeden Fall mit den Kids unten und badet. Und ich werde jetzt hier einmal das Zimmer aufräumen, dass es gleich schön gemütlich ist wieder. Und dann werden wir was essen und dann gehen die Kinder schon ins Bett. Hier hat sich heute einiges an Geschirr angesammelt. Ich habe heute literweise gefüllt Kaffee getrunken, Tee. Die Kids hatten vorhin noch einen Obstteller. Soll ich die Kleine rausholen? Ja. Ich freue mich. Warte, Licht. Hi, meine kleinen Baderatten. Was ist abgegangen? Ach du Jemini, wollen wir nach oben? Die erste Wasserratte ist wieder oben. Hast du gebadet? Und pop. Und pop. Oh, wie lecker du riechst. Mmh. Wir müssen jetzt auch gleich die Fuß- und Fingernägel schneiden, föhnen, was du ja so liebst, nicht? Toll! Setzt du dich hin, Socke anziehen? Und pop. Super! Welchen Fuß zuerst? Gibst du Mami ein Füßchen? Hopp! Reingekuschelt. Super! Schön ein bisschen nach oben. Anderen Fuß auch? Mit deinen Füßchen? Ne, den hatten wir schon, den anderen. Den braucht Mama. Na, jetzt hat sie die Kamera entdeckt, der kleine Schlingel. Und bis Heidi hier ist, müssen wir jetzt aber noch das zum... Ja, ich mach. Nicht so, nicht so. Zack. Du wirst jetzt eh nur zur Kamera. Zack. Das erste Kind ist fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist einmal jetzt kurz mit dem Föhn über die Haare gehen. Gerade auch hinter den Ohren, dass alles trocken ist. Und Fuß wie auch Fingernägel schneiden. Und das war schon bei Haley immer das Thema schlechthin. Und auch hier, ne? Zwergnase mag das einfach mal so gar nicht. Den besten Tipp, den ich jetzt an euch weitergeben kann, ist
ans Fenster stellen. Sie liebt es, am Fenster zu stehen, beobachtet draußen alles. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn es dunkel ist. Aber wenn der Papa sie festhält und nicht in der Zeit Schnippschnapp macht, das geht. Also das ist die einzige Chance, so im Sitzen auf dem Schoß mit tausend Sachen ablenken. No way. Überhaupt nicht. Da ist sie nämlich immer richtig Rambazamba. Wie gut, dass ich gerade aufgeräumt habe. Kaum auf der Couch ist sie auch schon wieder am Rumräubern. Das sind noch die Einkäufe von gestern. Da sind noch ein paar Sachen drin. Die muss ich noch verräumen. Aber ich versuche jetzt, solange Ralfi jetzt mit Hayley noch unten ist, die müssten jetzt aber auch gleich hochkommen, hier noch den Rest aufzuräumen. So gut es auf jeden Fall mit Rosalinchen geht. Damit das dann hier gleich alles nach dem Abendessen gemütlich ist. Und wir dann noch einmal eine Lesestunde machen. Und die Kids dann direkt ins Bett gebracht werden. Ich glaube, die Badewanne könnte für uns heute das Nonplusultra sein, dass sie richtig entspannt einschlafen. Und natürlich auch die Müdigkeit aus der letzten Nacht könnte uns zugutekommen. Wir schauen mal. Ich möchte es nicht zu laut aussprechen. Ich hoffe es auf jeden Fall, denn ich könnte so einen richtig schönen Feierabend wirklich gebrauchen. Bevor ich es jetzt verräume, kann ich euch auch einmal zeigen, was ich für die Kids benutze. Einmal von Belly Button. Auch ich selber liebe, liebe, liebe dieses Pflegebad und Shampoo vor allem gleichzeitig. Für die Kinder perfekt. Und als Creme für uns neu entdeckt, gerade bei Hayleys empfindlich Haut, ist die hier von Lavera Baby und Kinder Pflegecreme, weil gerade in der kalten Jahreszeit lieber eine Creme verwenden statt eine Lotion. Und bei Rosalie ist es tatsächlich so, seit sie auf der Welt ist, lass es 2, maximal 3 Mal gewesen sein, dass ich die Mucki Maus eingecremt habe, ansonsten noch nie. Und sie hat eine unwahrscheinlich tip-top Haut. Wirklich, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man jetzt Rosalie hat und einmal Hayley. Hallo! Mama, ich muss mich schnell am Bauch eincremen. Ja, habt ihr Peeling gemacht? Ja. Super. Guck mal hier, habe ich schon alles, wollte ich gerade weglegen. Los geht's. Thema Eincremen hat sich gerade erledigt. Das macht Motti jetzt alleine, wie so vieles. Ich mache das selber. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe sie vielleicht 2, 3 Mal auch noch an den Knie, Speckkniechen eingecremt. Wenn da manchmal eine raue Stelle gewesen ist, gerade so im Sommer von dem ganzen Gekrabble. Aber sonst tatsächlich never ever eingecremt. Und ich habe auch mit meinem Kinderarzt darüber gesprochen oder mit Rosalies Kinderarzt besser gesagt. Und der hat gesagt, tipptopp. Also einfacher geht es natürlich nicht. Nee, ohne Witz jetzt. Nee, nicht doch. Das kommt sogar fast von der Zeit hin, als ich die das erste Mal gekocht habe. Ne? Ich wollte gerade sagen, mit diesem Essen hat Ralfi mich vor 40 Jahren verführt. Weißt du noch, was das ist? Indisch Curry. Indisch? Uncle Ben's Curry. Achso, genau. Ja, genau. Hab ich ihr das noch richtig schön mit so einem Glas angerichtet. Jetzt habe ich aber auch Mangiare. Das ist auch der Grund, weswegen ich dich geheiratet habe, weil du eben der beste Koch der Welt bist. Also zumindest denke ich manchmal... Du bist aber auch nicht die Hellste beim Kochen. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. So, zum krönenden Abschluss, wie sie sich immer freut. Ich weiß ja, was heute ist, eine Kugel. Echt? Woher weißt du das? Ich weiß das einfach. Okay. Nein, ist das nicht. Nee. Und? Wie wunderschön sind denn die Glocken, bitte? Oh, Akku blinkt. Und schnell, mein Schatz, da wo es grün ist, da unten. Da. Kleber umdrehen? So umdrehen und da wo es grün ist, auf dem Baum, mach mal. Und pop! Super! Ich darf nicht so laut sein. Kannst du mir bitte erzählen, wie du aussiehst? Hast du heute ein Bad Hair Day oder was? Oder ein Bad Schnüffler? Den mache ich am liebsten privat, aber das sieht schon wieder. Gott sei Dank nicht mit Nuss. Okay. Aber es haben viele geschrieben, dass es echt viel mit Marzipan ist. Den hättest du auch gut präparieren können. Weiße, wie du aussiehst. Schokolade mit einer Nuss. Ab nächstem Vlogmas, sollte es dazu nochmal kommen, wirst du dauerhaft dieses Mützchen tragen. Kommst hier nicht dran. Gut, dann. Bis dann. 17. Noch irgendwas drin, das konnte ich eben nicht rausschmecken. Milchcreme mit ganzer Nuss. Jetzt ist aber auch Schluss. Oh mein Gott, das mochte ich sogar wirklich immer ganz gerne. Oh. Kennst du die nicht mehr? Ich kenne sie. Und die mochte ich und deshalb mache ich sie auch sofort auf. Nee, ich habe gerade an Hubba Bubba gedacht. Das müsste doch eigentlich auch da drin sein, oder? Ich weiß es nicht. Hat mir der Kollege noch nicht erzählt, aber. Gibst du mir eine aus? Mhm. Aber nicht heute. Ey.
In diesem Sinne, Afa und bis morgen. Tschüssikowski.